Okay. Hier drüben ist kein Trank. Es fehlen ja drei? Drei. Ne, zwei. Zwei Tränke. Das heißt, wir gehen einfach mal zurück und schauen, wo wir dann ankommen. BZW, was uns da erwartet. Beziehungsweise, ich glaube, ich roll einfach nochmal mit dem so. Wir rollen aber mal an dem vorbei, damit der Timer nicht startet. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Dann gucken wir mal, ob wir da vorne irgendwo noch einen Trank sehen. Oder eine Zutat für den Trank. Ist ja nicht der Trank selber. Wieso nicht Schleim? Du hast doch so viel Schleim in der Tasche. Du sammelst die ganze Zeit hier Schleim. Warum denn kein Schleim auf einmal? Nee, okay, hier ist scheinbar nichts zu holen. Wie gesagt, gehen wir mal ein Stück zurück und gucken, ob zum Beispiel im Labyrinth noch was zu holen ist. Ja. Was bist du denn? Ah ja, okay. Ha. Ich wollte ihn eigentlich gerade nutzen, um darüber zu kicken, aber... Nee. So. Schwierig, ne? Ah, ne, hier war nix. Da, beziehungsweise hier war der, eine Doubloon. Da war das. So. Muss ich erstmal gucken. Ach, das sind die mal, diese komischen Geräusche. Hey! Okay. Eigentlich soll man nämlich auf ein bisschen nach oben geschleudert werden. Hat er aber eben nicht gemacht. So, ich will eigentlich nicht außen rum, ich will gerne in die Mitte rein. Da ist doch was, siehst du wohl. Etwas für den Zaubertrank. Ochsenfroschaugen. So. Und nun sehe ich hier nichts. Jetzt hat die Frage, nehmen wir die Wolkenrutsche und fangen da an zu rutschen und gucken, ob wir da irgendwo einen das All, naja. Es ist Rainbow Road, würde ich sagen, ne? Diese Wolken sind so flauschig und sie schweben genau wie ich. SpongeBob, ich bin zu Hause. Bäh. So. Du fliegst. Okay. Hui.
Boing. So. Es kann natürlich auch sein, dass noch ein weiterer irgendwo im Irrgarten ist. Aber das weiß ich natürlich gerade nicht. Deswegen fange ich einmal ganz vorne an. Es kann auch sein, dass was danach noch kommt. Das wird wahrscheinlich sogar sein. Ich gucke aber gleich einfach mal. Also ich gucke erstmal hier. Wenn hier nichts ist, dann... geht's halt weiter. Der Vorteil ist, man kann ja vor, zurück und so weiter springen, wie man möchte. Es gibt auch keine langen Ladezeiten. Ist ganz gut. Ich habe mir auf den Stein auf den Kopf geworfen, ey. Gibt's ja gar nicht. Batsch. So. Jetzt laufen wir den Weg nochmal. Einfach nur, weil... Ne? Die waren ja in den meisten Fällen auf dem Weg. Irgendwo zumindest. Ja. So. Das ist ein langer Weg nach unten. Hey, vielleicht solltest du auch zum Ballon werden, SpongeBob. So, wir machen den mal ganz, ganz flotten, aber nur weil das sonst, Hier oben ist es ziemlich windig. Hier oben ist es windig. Flieg nicht davon. Ne, wie gesagt, einfach nur um, mal zu schauen, ob hier irgendwo ein, eben ein so ein Dingern liegt. Aber mir scheint, nein. Das würde mir echt auf die Flossen gehen, wieder da unten zu landen. So. Wir können ja mal eben von hier oben gucken, ob wir irgendwas sehen. Weil der Vorteil ist halt, dass man hier alles eigentlich einigermaßen sehen kann. Aber ich sehe, glaube ich, jetzt nichts. Also da hinten kann es natürlich immer noch was sein, aber hier vorne sehe ich jetzt erstmal nichts. Ne. Gut, dann würde ich sagen, Irrgarten, Schlosshof, Lexis Hütte. Was? Wer bist du denn? Ah, okay. Baden-Casting. Ist das unten oder oben? Oben natürlich. Schlafsaal. Das ist der Eingang. Gut. Dann gucken wir mal, wo wir hier, ob wir hier was finden. Und wenn ja. Fühle mich schon viel besser. Wo es denn sein könnte. Du bist Hoppla. Wirklich mein bester Freund. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag so einen Move nicht so gerne. Er ist okay. Und witzigerweise, ich habe an einem Spiel gearbeitet, der auch so einen Move inne hat. Aber ich fand ihn da irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich fand irgendwie, der war schöner, besser? Ich weiß es nicht. Ich meine, das habe ich auch nicht viel gespielt, das Spiel, aber logischerweise. Also ich habe es ein bisschen natürlich getestet, weil ist ja mein Spiel, aber eine Sache, die halt immer ein bisschen unpraktisch ist, ist, dass du halt, wenn du einen Doppelsprung hast und dann diesen Move, dass du ganz oft einfach irgendwie aus einer Fähigkeit kommst, was sich halt hochkickt. Du denkst, okay, du machst noch einen Doppelsprung und dann verlierst du halt komplett dein Momentum. Weil du entsprechend, ne, also wenn ich zum Beispiel hier, weiß nicht, ich mach so. Würde ich hier kriegen noch einen doppelten Sprung. Aber zum Beispiel, es kann passieren, dass du irgendwie dann auf einmal keinen zweiten Sprung mehr kriegst. Wodurch du halt entsprechend, ja.
direkt in diesen Dings kommst, in diesen Modus, und dann bist du halt, hast du komplett deine Aufwärtsbewegung nicht mehr. Und das ist halt echt anstrengend. Finde ich persönlich. Weil du dadurch halt sehr oft irgendwie das Problem hast, dass du eben einfach runterfällst, ohne dass du viel dafür kannst. Weil du einfach davon oder gedacht hast, du hast noch einen Sprung, um dich nochmal nach oben zu dingsen. Und dann kannst du noch den Dings... aber... Naja. Ich sehe schon wieder nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sein. Mir fehlen auch immer noch ein paar Doubloons, glaube ich, ne? Nein, die Doubloons haben wir alle, okay. Ich war schon irritiert. Ich war ein bisschen irritiert, aber alles gut. Ich muss unbedingt auch mal wieder... Ich habe eigentlich mal wieder Lust, an dem Projekt zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich muss die Zeit mal wieder finden. Ich habe sehr viele Sachen, die ich eigentlich gerne machen wollen würde. Zum einen habe ich noch sehr viele Spiele, die ich einfach auch spielen wollen würde gerne. Und, ja. Na, das ist Nummer eins. Ganz viele Spiele noch offen, die ich noch spielen möchte. Dann Let's Plays möchte ich natürlich auch noch, machen. Aufnehmen und so weiter. Und. Also es gibt viele Dinge, die ich eigentlich gerne machen würde. Aber ich muss dafür erstmal irgendwie ein bisschen... Ah, da ist es. Sehr gut. Jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Nein! So. Das ist das Problem. Ich bin gerade runtergelaufen. Und hab dadurch natürlich den weiteren Sprung vergeicht. Wir haben alles auf der Liste. Jetzt sollte uns Lexi einen magischen Zaubertrank für Gary brauen können. Ja, sollte sie. Das heißt, ab zu Lexi. Da können wir nämlich auch den schnellen Weg nehmen. Swish. Swish. Hallo, Lexi. Oh, ihr habt mir sogar Eier, Speck und Käse mitgebracht. Danke, ich war am Verhungern. Gut, ich brauche euch den Zaubertrank. Einen Moment. Kein Ding, du. Lexi, Gary wird sich freuen. Oh, ich wusste, dass das Frühstückssandwich gegessen werden wird. Ein extra großer, leicht gesüßter, entkoffinierter Zaubertrank für eine extra große Schnecke kommt sofort. Ja, zack. Eingesammelt. Jetzt müssen wir den zu Gary bringen. Und wir haben, dadurch, dass wir hier alles haben, können wir auch wieder zurück zu SpongeBob's Ananas. Wobei, eigentlich nicht zu Ananas. Egal. Ist Wurst. Ist in der Tat Wurst. So. Dann wollen wir mal eben... Das kann man genau vorgehen. Das ist korrekt. Da oben ist Gary. Hallo, Gary. Verspreche dir, dass du nie wieder ein Bad nehmen musst. Nasch einfach keine Süßigkeiten, okay? Mamau. Mamau. Eine Doubloon, Leute. Patsch. Geile Animation. Also gleiche Animation wie eben beim Gedingste. Auch lieb, Gary. Cute. Gut. Das ist doch schön. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Level gemacht. Dann können wir also im nächsten Anlauf noch... Haben wir eigentlich irgendwo noch von den anderen... Nee, okay. Da fehlt noch Fleckchen und das nicht. Also fehlt ein Fleckchen noch. Ein Fleckchenversteck fehlt noch. Hier fehlen die guten Nudelsterne. Und hier ist gar nichts. Das heißt...
Ich kann, wenn ich nach unten drücke, übrigens nichts machen. Also ich muss hier nach... Ich muss hier dann entweder mit dem Stick schräg nach unten oder nach rechts. Also, naja, okay, ganz wild. Ganz wild. So, also, das ist komisch. Vor allem nach oben geht hier, dann geht das nicht auf den. Wenn ich hier von hier aus nach unten gehe, dann geht es da an. Das ist ganz komisch. Das, naja. Hat jemand irgendwie nicht ganz so saubere Arbeit gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Also hier fehlt einfach noch Fleckchens Versteck, die gute Nudelstern. Und hier fehlen einfach nur ein paar, mit ein paar meine ich zwei Stück, Doubloons. Da guckt man dann einfach nochmal ganz genau hin. Hier fehlen dann 7 Doubloons. Muss man auch nochmal ganz genau gucken. Aber ja, ich würde einfach mal sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Bis mal gucken, wie lange noch so Banjo-Kazooie dauert. Ich gehe ja nicht davon aus, dass es super lange geht, aber dadurch, dass natürlich nur 3 Folgen die Woche kommen, kann es auch durchaus sein, dass die Games gleichzeitig mehr oder weniger beendet werden und ich 2 komplett neue Let's Plays starte. Was ich persönlich gar nicht schlecht fände, weil, ich meine, das Spiel habe ich jetzt relativ lang schon gespielt hier, also ist auch okay, wenn das mal irgendwann wirklich beendet wird. Aber okay, ja. Ich habe noch ein paar Sachen in der Pipeline, wo ich sage, da hätte ich dann an sich schon Lust drauf. Ich will das, wie gesagt, hier die beiden letzten Level nochmal machen und dann passt das auch. Dann kann ich, glaube ich, ganz beruhigt das Game beenden. Und dann werde ich wahrscheinlich im Privaten vielleicht noch die letzten beiden Dings und die letzten hier oben zum Beispiel da die letzten Doubloons holen. Und wenn ich hier nicht alle kriege, dann da auch. Aber ja. Gut, dann möchte ich aber erstmal hier sagen, dass es das für diese Aufnahme war. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat, so wie immer. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschaußen.